Moin Moin! Heute ein kleines Knoblauch-Video. Ich pflanze meinen Knoblauch im Frühjahr und im Herbst. Also Knoblauch kann man zweimal im Jahr setzen. Dafür kaufe ich mir aus dem Discounter ganze Knoblauchknollen, pflück die auseinander und dann habe ich meine kleinen Zehen hier, ne, die Knoblauchzehe. Die setze ich in die Erde. So Februar bis Mitte März setze ich die in die Erde und dann im Juni, wenn so das Grünzeug anfängt braun zu werden, Anfang Juli, dann sind die Knoblauchzehen, die Knoblauchknolle reif, dann kann ich das ernten. Hänge mir das meistens hier auf so ein Gitter zum Trocknen und zwei Drittel davon behalte ich dann, ne? Also das wird dann verzehrt oder verkocht oder was auch immer, also die behalte ich. Und ein Drittel pflücke ich davon wieder auseinander und stecke das dann so August, September, August eher, wieder in die Erde. Das ist der Winterknoblauch und der bleibt dann komplett den Winter in der Erde und ist dann so Mai, Juni dann reif. Wenn ich die im Februar setze, sind die Zwiebeln, also die Knoblauchzehen, tendenziell kleiner, weil sie halt eben eine kürzere Wachstumsphase haben. Ne? Also sie haben halt von Februar bis Juli ungefähr nur zu wachsen. Wenn ich die im Herbst setze, also August bis komplett in den Juni, haben sie natürlich mehr Zeit zu wachsen und werden dementsprechend auch größer. Aber sie sind halt eben auch anfälliger für Schädlinge. Und deswegen Frühjahr, aber auch im Herbst. So habe ich eigentlich das ganze Jahr immer Knoblauch im Garten. Klappt super. Ich habe mir auch schon mal Saatgutknollen gekauft. Ja, war ich nicht so beeindruckt von. Also ich kaufe mir die wirklich vom Discounter. Ein bisschen Bio muss draufstehen, ne, logischerweise. Und dann kommen die in die Erde. Ich pflanze sie auch jetzt nicht irgendwo, ich opfere jetzt nicht ein Beet, wo ich die eine Reihe und dann ne, 10 Stück hintereinander, sondern ich mache daraus eine Mischkultur. Das heißt, diese Knoblauchzehen wandern bei mir jetzt im Februar ins Gewächshaus und wachsen bis in den Juni, Juli hier im Gewächshaus. Da unterstützen sie die Tomaten und ein Teil davon kommt auch raus ins Erdbeerfeld. Da unterstützen sie die Erdbeerpflanzen. Ich habe auch schon ein paar bei den Möhren drinne. Da werden, also wenn die Möhren nachher ausgesät werden, kommen auch, also da wo die Möhren ausgesät werden, kommen jetzt schon die Knoblauchzehen rein. Das ist so Mischkultur, aber ich mache das nicht halt eben in einer Reihe nur Knoblauch, sondern ich setze die überall mal hin. Wo sich der Knoblauch nicht verträgt, ist bei den gleichartigen Artgenossen, also bei der Zwiebel oder Schnittlauch. Da solltest du den Knoblauch nicht unbedingt hinsetzen, aber alles andere fördert es nur. Knoblauch ist ja sehr, sehr gesund und das merken die Pflanzen, die anderen Pflanzen halt eben auch. Also Tomaten, Erdbeeren, Möhren, da kannst du den Knoblauch super reinsetzen und der Knoblauch unterstützt den Wachstum, unterstützt diese Pflanze, die neben diesem Knoblauch wächst und ja, ein tolles Teil. Jetzt zeige ich euch, wie ich die hier einsetze. Zum Stecken verwende ich hier so ein hochwertiges Werkzeug, Stück Holz. Und hier auf diesem Beet sollen nachher die Tomatenpflanzen hoch und da die Tomaten nachher höher werden als der Knoblauch und der Knoblauch vorher geerntet wird, als was die ganze Tomatenpflanze nachher abgeerntet wird, kommt der Knoblauch vorne hin. Und dann stecke ich 3 cm tiefe Löcher und setze die Zehe mit der Spitze nach oben, also das untere Teil hier. Das zeigt nach unten und die Spitze nach oben. Dort rein.
etwas schräg. Ne? So, kann man das sehen? Ein bisschen schräg rein. Bisschen Erde drauf. Und das war's. Ja, ihr seht, kein Hexenwerk, also Knoblauchzehen setzen ist nicht schwer, kostet auch kein Riesengeld. Und wenn man es richtig macht, muss man sich eigentlich nur einmal Saatgut kaufen und kann dann permanent eigentlich immer wieder seinen eigenen Knoblauch pflanzen. Ich habe letztes Jahr eine Runde mal ausgesetzt, deswegen habe ich mir halt eben jetzt was aus dem Discounter gekauft. Aber ansonsten ganz, ganz einfache Geschichte. In die Erde, warten, bis das Lauch anfängt braun zu werden, rausnehmen, ein bisschen zusammenbinden, über irgendein Gitter rüberhängen, ein bisschen trocknen lassen und dann entweder gleich pur vernaschen oder gleich wieder in die Erde. Kein Hexenwerk. Knoblauch anbauen leicht gemacht. Ja, wenn euch dieses kurze, knackige Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen hoch, Daumen da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, unten, da ist so ein rotes kleines Fältchen, da steht Abonnieren drauf. Klickt mal drauf und dann erscheint da so eine kleine Glocke. Wenn ihr die auch noch aktiviert, dann werdet ihr jeden Samstag daran erinnert, dass ich da wieder noch Video gemacht habe. Ja. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.